Bei der Erdölförderung fallen Milliarden Kubikmeter von Methan, also Erdgas, an, das oft sinnlos abgefackelt wird. Es gibt noch kein Verfahren, mit dem dieses Gas sinnvoll genutzt werden könnte. Die Katalyse verspricht nicht nur für dieses Problem eine Lösung. In vielen Bereichen spielt sie eine zunehmend wichtige Rolle. Im interdisziplinären Forschungsverbund Unifying Concepts in Catalysis, UNICAT, werden die Möglichkeiten der Katalyse in vielen unterschiedlichen Anwendungen untersucht. Von der Energieversorgung über Biowasserstoff bis hin zu neuen Wirkstoffen für Biotechnologie, Chemie und Pharmazie. 4 Universitäten, 2 Forschungsinstitute, 60 Projektleiter, mehr als 250 Forscher arbeiten in und um Berlin auch mit vielen Industriepartnern zusammen, um neue Standards in der Katalyse zu setzen. Was wir vorhaben, ist die Bündelung von den Katalyse-Spielweisen, den Möglichkeiten, Katalyse zu betreiben, um 3 Dinge zu adressieren. Das eine ist Wasserstofftechnologie, also zum Beispiel die Erzeugung von Biowasserstoff. Methan zu funktionalisieren, Erdgas, es gibt riesige Vorkommen von Erdgas, von denen man eigentlich noch nicht so richtig gescheite Chemie machen kann. Und das dritte ist Antibiotika, also neue Formen von Antibiotika durch Katalyse in den Griff zu bekommen. Ein wichtiges Forschungsthema von UNICAT ist die oxidative Kupplung von Methan. Professor Reinhard Schumacher will mit diesem Verfahren aus Methan Ethylen herstellen. Ethylen ist ein kostbarer Ausgangsstoff für die Industrie, zum Beispiel für Folien und Verpackungen aus Polyethylen. Aber ohne Katalysator verbrennt das Methan einfach. In dieser Versuchsanlage wollen wir verstehen, welche Eigenschaften ein Katalysator haben muss, um genau diesen Schritt durchzuführen, nämlich die einzelnen Methanmoleküle zu kleinen Ketten von Kohlenwasserstoffen zusammenzufügen. Mit dieser sogenannten Mini-Plant untersucht ein UNICAT-Team, wie die oxidative Kupplung von Methan später in einen industriellen Maßstab überführt werden kann. Professor Wosnys Team konstruiert, baut und betreibt die automatisierte Versuchsanlage. Neben der besseren Nutzung von fossilen Brennstoffen befasst sich UNICAT auch mit neuen Energiequellen, vor allem Biowasserstoff. Ziel des Teams von Frau Professor Friedrich ist es, mit Cyanobakterien Protonen und Elektronen aus der Photosynthesespaltung von H2O zusammenzuführen und damit Wasserstoff herzustellen. Unsere Aufgabe ist es, diese Organismen so zu manipulieren oder zu optimieren, dass sie vorzügliche Katalysatoren haben, um Wasserstoff aus Wasser zu synthetisieren. Und nicht nur Wasserstoff können Mikroorganismen herstellen. Professor Roderich Süßmuth untersucht mit seinem Team Bakterien und Pilze, die mit Hilfe von biologischen Katalysatoren Naturstoffe produzieren. Diese Naturstoffe besitzen antibakterielle, antivirale oder Antitumorwirkung. Professor Süßmuth erforscht den Aufbau dieser meist hochkomplexen Moleküle durch die Natur. Die Biosynthese auf molekularer Ebene, das Verständnis, ermöglicht uns dann die Manipulation der Biokatalysatoren, das Design hin zu neuen Wirkstoffen, um dann eben diese neuen Wirkstoffe auch in einem Applikationsgebiet anzuwenden, zum Beispiel Antikrebstherapie, Antischmerztherapie, antibakterielle Wirkstoffe, unter anderem auch dieses Feuerbrandprojekt. Im Feuerbrandprojekt sollen Apfel- und Birnenplantagen vor einer bakteriellen Seuche geschützt werden, die ursprünglich aus den USA kommt und jetzt auch Europa bedroht und jährlich Schäden von 300 Millionen Euro verursacht. Die Katalyseforschung könnte auch hier eine Lösung bieten. Auch für zukünftige Aufgaben ist UNICAT gewappnet. Mit der Big NSE ist eine Graduiertenschule an den Cluster angegliedert, die mit ihren interdisziplinären Programmen talentierte junge Wissenschaftler aus der ganzen Welt anlocken soll. Also ich bin interessiert in Katalyse und deswegen ist UNICAT perfekt. Aber was Besonderes ist, ist natürlich alle die anderen Studenten, weil sie sind die Verbindung zu die anderen Teile des UNICATs. Und wenn ich ein wissenschaftliches Problem hat, dann können sie mir helfen. Das ist natürlich sehr gut. Wir sind von alle Teile der Welt, aber wir sind trotzdem ganz ähnlich. Gerade für die Herausforderungen der Katalyseforschung ist die Zusammenarbeit der verschiedenen Disziplinen wichtig. Von der klassischen Chemie über Mikrobiologie und Ingenieurwissenschaften bis hin zur Informationstechnologie. Als Grundlagenforscher brauchen wir ein Verständnis auf der molekularen Skala. Und dazu brauchen wir eigentlich die Integration aller verschiedenen Methoden. Und das ist das, womit wir als Brand
in Zukunft erkannt werden wollen und assoziiert werden wollen. Das Forschungscluster Unifying Concepts in Catalysis, UniCat, will mit Katalyse in vielen Bereichen die Probleme für die Zukunft lösen.